Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FC Ingolstadt Karriere. Wir sind hier nach der Sommertransferphase, haben Kiel, St. Pauli und Hansa Rostock vor uns. Dann geht's weiter in den Oktober mit Greuther Fürth, Paderborn, Braunschweig, Köln und auch das Pokalspiel gegen Union Berlin. Was mache ich? Ich würde sagen, gegen Fürth, Paderborn und Hansa Rostock werde ich schnell simulieren. Eventuell auch noch gegen Kiel schnell simulieren. Gegen Pauli und Köln gehe ich in die Höhepunkte. Gegen Union Berlin entweder auch nochmal Höhepunkte. Oder ich denke mal, das werden wir selber spielen. Ja, jetzt haben wir noch 11 Tage Zeit bis zum Spiel gegen Kiel. Wir sind momentan auf Platz 10. Eben habe ich schon mal gezeigt, 5-5 Tordifferenz, nach 5 Spielen 6 Punkte, 3 Unentschieden, 1 Sieg und nur eine Niederlage. Ja, mal gucken, wie es dann gegen Kiel weitergeht. Wir sind beim Spiel gegen Kiel, haben wir noch mal ein paar Aufgaben, 2 aktualisierte Scouting-Berichte. Da müssen wir natürlich nochmal reinschauen, was es hier denn so gibt. Einmal der Keller, der ist jetzt in Deutschland. Hab schon ganz vergessen, wo die alle unterwegs sind. Aber müssen leider wieder alle ablehnen, weil wir nicht genug Geld haben anscheinend. Ha, Julius Müller hätte ich gerne mitgenommen, leider können wir das nicht machen. Boah, da sind echt viele gute Jugendtalente dabei. Vielleicht muss ich ein paar freigeben, um dann nochmal Geld zu holen, damit wir eben die verpflichten können. Der hat nur eine gute Gesamtstärke, kein gutes Potenzial. Ja, ansonsten ist da auch nichts Gutes dabei. Wir können ja mal gerne in die Jugendakademie reinschauen, wie es denn gerade da aussieht dort. Bin ich auch mal gespannt, was wir gerade für Jugendtalente haben. Vielleicht müssen wir welche rausschmeißen oder verpflichten. Verpflichten gerade noch nicht, rausschmeißen. Der ist 14, hat aber kein gutes Potenzial. Ja, dann bitte freigeben. Ey, das leckt immer noch so, das geht mir so auf die Nerven. Ne? Corona werde ich auch rausschmeißen. Genauso wie hier den mit der 79, der kann auch weg. Hier ist einer mit 80 Potenzial, einer mit 77. Ja, klar, die haben halt die gute Gesamtstärke, ne? Der ist halt wichtig. Ja, komm, den Borges würde ich sagen, wenn wir auch nochmal abgeben oder freigeben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dadurch dann nochmal reingehen können, um die zu verpflichten. Jetzt geht's, okay. Können wir mehr als nur einen verpflichten? Ja, wir können hier beide verpflichten. Ich denke mal, 3 werden wir verpflichten können. Okay, hier haben anscheinend keiner. Na gut, nicht schlimm. Gehen wir rein in das Spiel gegen Kiel. Eben in die Schnellsimulation habe ich mir jetzt überlegt, weil es noch viele coole Spiele vor uns hier liegen. Und natürlich alle kann ich auch nicht spielen. Mit der 11, mit der besten 11 gehen wir rein. Müller freue ich mich dann auch, wenn er die 70 hat. Dann haben wir dann ein komplettes 70er-Team. Wir spielen leider nur 1:1. Niehof trifft bei Holstein Kiel, bei uns Jatta. St. Pauli ist der nächste Gegner. Wir sind immer noch gut dabei. Einfach nicht absteigen. Das ist natürlich am wichtigsten. Machen wir was im Team? Ich denke, ja. Tempo ist hier Jatta besser, deswegen werde ich hier Fink nochmal reinpacken. Ne? Der darf spielen genauso wie Deichmann natürlich auch spielen darf. Auch Fink kriegt er die 75. Heißt, Pantera müsste raus, ne? Weil er eben besser ist. Das mache ich hier. Fink greife bitte rein, genau. Ja, Torhüter wechsle ich noch nicht aus und ich würde sagen, so starten wir rein in die Höhepunkte gegen St. Pauli am Millerntor. Elfmeter für den FC St. Pauli in der 6. Spielminute. Das geht ja mal richtig gut los. Jackson Irvine gegen Ati Zigi. Er geht nach links. Mann, endlich habe ich meinen ersten Elfmeter gehalten. Ne? Sehr, sehr schön. Jetzt ein Konter eben für uns mit unserem Jugendtalent Müller. Da vorne Engelhardt und Bradley Fink stehen da, ey. Engelhardt, Jatta und Bradley Fink. Ja, das war ja mal richtig scheiße gemacht. Der Ball ist direkt wieder weg gewesen. Alleingang vom FC Ingolstadt. Naja, Alleingang wie immer ist es natürlich nicht, weil da hinten steht noch ein St. Pauli-Spieler. Bradley Fink, Jatta muss da irgendwie durchlaufen. Das ist jetzt ein Alleingang. Jatta, schießt doch einfach. Mein Gott. Der ist so schnell und dann wieder jedes Mal eingeholt. Aber das sind dann eben die Aktionen, die du reinmachen musst, wenn du hier gewinnen willst. Metcalf hat hier die Chance. Wir müssen es irgendwie unterbinden. Raus zu Saliakas, weiter zu Banks. Jetzt müssen wir irgendwie reingehen. Warum gehst du nicht zum Ball, Mörkin? Geh doch einfach zum Ball. Tomiak, komm. Nee, keiner will hier zum Ball. Okay, auch nicht schlimm. Dann kriegen wir halt eben das Gegentor. Da ist Jojo Eggestein. Gefährlich. Da ist Kanil. Ja, der macht dann eben das 1-0 für den FC St. Pauli. Wir kamen nicht an diesen scheiß Ball ran. Und damit wird es wahrscheinlich wieder gewesen sein. Wir hätten hier kein Tor schießen, ne? Jatta mit der Chance. Da oben ist Deichmann, glaube ich. Der muss da halt mal durchlaufen, ne? Ne, das ist Bradley Fink. Der macht das auch.
Aber ja, guck dir das mal an, da hast du keine Chance, eben vorbeizukommen, wenn man nicht mal eine richtig gute Chance kriegt. Angriff wieder von uns. Aber dreimal dürft ihr raten, was passiert. Natürlich nichts. Müller, unser Jugendtalent hier, hoch zu Kastrop, weiter zu Deichmann, runter zu Jatta, Müller. Ja, aber da läuft keiner durch. Da ist Jatta, der mal durchläuft. Da oben ist auch Fink, der macht ihn rein. Alter, hätte den jetzt da vorbeigeschossen, da hätte ich nie wieder ein Spiel selber gespielt. Da wäre das ja aber ganz schön eine Simulator Glory geworden. Ne? Bradley Fink mit dem 1:1 Ausgleichstreffer, sehr, sehr schön. Und den würde ich auch nehmen. Ich habe ja von mir aus irgendwie 20 Unschieden, ne? Ein Sieg und 13 Niederlagen. Das ist für mich ganz okay, wenn wir halt dadurch in der Liga bleiben. Gut, mit 20 Punkten wird es schwierig, in der Liga zu bleiben. Ne? Komm, hier den Ball irgendwie weghauen. Ja, aber den legen wir jetzt wieder direkt vor die Füße. Panther mit Deichmann. Ja, da hätten wir nicht mehr kontern dürfen, schade. Angriff vom FC St. Pauli, 84. Minute. Es geht wahrscheinlich jetzt eher mehr darum, das 1:1 zu halten, ne? Ein Tor zu schießen oder nochmal eine Chance zu bekommen, wird schwierig. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass der reingeht. Aber Ziggy hat ihn, weil Eggestein es direkt probiert. Und damit spielen wir 1:1 gegen St. Pauli. Jetzt muss mal ein Sieg her. Hansa Rostock ist Mitaufsteiger, ja natürlich, Mitaufsteiger aus der dritten Liga. Panthea muss aber leider raus, das werde ich gleich nochmal richtig ändern, dass dann Finkgräfe eben der Stammspieler ist. Er hat die bessere Gesamtstärke und selbst die eine Gesamtstärke kann in der Simulation viel ausmachen. Ne? Und wir schlagen Hansa Rostock mit 4:1 Kron. Trifft eben bei Rostock bei uns Kanoric, Müller, Engelhardt und Jatta. Reuter Fürth ist der nächste Gegner, wir sind als Aufsteiger auf Platz 7. Aber Leute, ich kann nicht versprechen, ne? Das wird sich ganz schnell ändern. Jetzt habe ich wieder vergessen, Finkgräfe reinzupacken. Ne? Aber egal, wir gewinnen mit 2:0 gegen Fürth. Jatta trifft doppelt. Nächster Jugend-Scouting-Berichte. Bin ich mal gespannt, ob wir hier jetzt mal die verpflichten können. Nein, schon wieder nicht. Toni Koch, aber den will ich. Genauso wie Felix Krüger. Grüne. Der ist ja mal richtig gut. Okay, da müssen wir jetzt erstmal Jugendspieler rausschmeißen. Ne? Und Leute, mir ist jetzt egal. Ich werde hier die Guten rausschmeißen. Oder die Guten, ne? Die, wo eigentlich nicht ganz so gut sind. Weil wir haben ja jetzt hier anscheinend richtig gute. Geh nach der Gesamtstärke. Da hat einer eine 66er Potenzial. Das ist Alexander Sommer. Was machst du hier? Verpiss dich. Markus Fischer mit einem 76er Potenzial ist eigentlich auch nicht gut genug. Wir werden jetzt aber die mit den niedrigsten Gesamtstärken rausschmeißen. Alle unter einer 60 gehen hier raus, um dann eben die neuen Talente mit reinzunehmen. Natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt der letzte. Die guten Jugendspieler, die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Klar, wir können bis zum Winter warten, ne? Dann nochmal jemanden verkaufen, um die dann zu verpflichten. Ne? Aber ich möchte die, die können ja mal richtig stark sein. Da bin ich mal gespannt, wie gut die auch sein werden. Fast gekotzt, da muss ich kurz aufstoßen. Ne? Aber hier haben die halt alle eine gute Gesamtstärke, aber kein gutes Potenzial. David Beltran ist sogar auch erst 14 Jahre alt. Also, der könnte auch was sein. Jetzt bin ich mal gespannt auf die neuen Spieler, wie gut denn die sind. Ja, die sind aber auch nicht wirklich wahnsinnig, ne? Hier, der Julius Müller ist halt gut, weil er ein gutes Potenzial hat. Und der Toni Koch, ja, auch nicht wirklich schlecht. Also ja, schon einige gute hier Jugendspieler. Wir sind jetzt schon beim nächsten Spiel gegen, wen ist denn das? Wir gucken mal ganz kurz hier in die Zentrale. Gegen Köln, ne, ist noch 15 Tage und dann kommt das Spiel auch schon. Nächstes Spiel gegen Köln, wir sind auf Platz 7, aber soweit ich weiß, allen spielen mehr als die vorderen. Naja, nicht ganz, mit einem Sieg wären wir auf Platz 3, aber gegen Köln zu gewinnen, ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Gegen die starten wir auch rein in die Höhepunkte. Die haben, glaube ich, ein paar Spieler von uns gekauft. Oder ein, zwei, glaube ich, nur. Hugo Nee lasse ich mal spielen. Der darf auf jeden Fall mal spielen. Logisch. Engelhardt, der hat schon eine 73 jetzt. Raus für Batmaz. Und Kanuric nochmal raus für Lixandru. So starten wir dann rein in die Höhepunkte gegen den ersten FC Köln. Freistoß für den FC Ingolstadt. Das ist hier die Seitenauslinie. Okay, interessant. Da steht ja schon mal Hugo Nee, denn erkennt man richtig an seinen Haaren. Also den Spieler zu erkennen wird nicht so schwer. Jatta spielt ihn hier durch zu Batmaz. Ist er im Abseits gewesen? Ne? Nee, ist er nicht. Also alles okay. Da ist Jatta, da muss jetzt einer durchlaufen. Da ist auch Kastrop, aber dann sind wir leider, oder kommen wir leider an Schwebe nicht mehr vorbei.
Freistoß für den ersten FC Köln in der 24. Spielminute durch Gianluca Waldschmidt. Da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Sowas ist immer gefährlich, ja, genau deswegen, ne? Aber sie köpfen ihn zum Glück am Tor aus vorbei. Konter für den FC Ingolstadt. Nee, für den ersten FC Köln. Schön wär's, wenn wir hier einen Konter hätten. Weschenbach. Hier, den kenne ich gar nicht, das neue Uru Takbar, natürlich den kennt man, das ist ein Talent. Und das war sehr schön gemacht von Hugoné. Und wir können jetzt kontern. Okay, vielleicht ja, können wir dadurch irgendwas machen. Wäre natürlich gut, Mörkin hier mit Kastrop. Aber klar, Husin Basic grätscht uns hier dann weg und damit ist der Ball auch weg. Freistoß für den 1. FC Köln, 56. Spielminute. Leute, ich weiß, die Höhepunkte sind eigentlich völliger Humbug, aber ich spiele sie halt, damit ich nicht immer 8 Spiele in der Folge spielen muss und alles schnell simulieren. Ja, weiß ich nicht. Denke ich auch nicht, dass es euch so gefallen wird. Gelegenheit zur Flanke für den FC Ingolstadt. Also komm, das ist eine Chance. Kastrop in der Mitte, stehen sie doch alle. Ja, aber da wollte ich nicht hinpassen. Es ist Wahnsinn. Die passen halt dann auch mal dahin, wo man nicht will. Jetzt kommt die nächste Gelegenheit zur Flanke für den FC Ingolstadt mit Kastrop. Lauf bitte nicht hier bis zum Ende. Da ist jetzt Jatta. Mach ihn bitte mal rein. Dankeschön. Wir führen in der 73. Spielminute durch Jatta. Endlich geht ein Ball auch mal rein. Na, wurde jetzt auch mal Zeit. Jetzt müssen wir hinten den Laden dicht halten. Dann gewinnen wir tatsächlich gegen den 1. FC Köln. Oder wir gehen halt nochmal nach vorne mit einem Eckball für uns in der 75. Spielminute. Jetzt 3 Aktionen innerhalb von 5 Minuten. Ne? Okay, auch gut. Jetzt hier den Eckball mit Kastrop zu Müller. Wohin? Ne? Man kann es auch mal probieren zur Not. Oder nochmal zurück zu Kastrop. Ja, jetzt brauche ich hier immer eine Anspielstation. Da ist eine mit Müller. Weiter zu Yannick Deichmann. Der probiert es einfach mal. Schwebe ist dann da. War eher nur so ein Hallo-Wachschuss. Angriff von Köln. Nein. Bitte nicht, aber ich glaube, der kriegt den direkt vor die Füße. Tigges kriegt den direkt vor die Füße. Und das ist mit der Aktion, wo du nichts machen kannst. Da musst du hoffen, dass er von Weitem schießt, wie jetzt. Oder dass Tigg ihn hält, eben wie jetzt. Und der Sheriff pfeift ab. Wir schlagen Köln mit 1:0. Paderborn ist der nächste Gegner. Die sind halt auf Platz 3, wir auf Platz 5. Aber sieht eigentlich voll gut aus. Hamburg sieht man da vorne. Die machen das. Die müssten wieder hochgehen. Alles andere wäre ja, eine große Sensation. Jetzt gegen Paderborn. Ich habe es geschafft, Finkgräfe jetzt mal auszutauschen. Birken sogar die 76. Sehr, sehr stark. Gehen wir rein hier in die Schnellsimulation gegen den SC Paderborn. Und die schlagen wir auch. Castaneda trifft bei Paderborn, bei uns Jatta und Tempelmann. Und jetzt merke ich, dass es gut war, noch ein Jahr in der dritten Liga zu bleiben. Weil wir uns eben dadurch dann nochmal verbessern konnten und halt eben safe aufsteigen und jetzt sogar hier nochmal mitmischen können. Nächstes Spiel gegen den 1. FC Union Berlin. Und das ist ein Pokalspiel, ein sehr, sehr wichtiges Pokalspiel. Sind alle fit? Kanoric packen wir mal raus, Felix Sandru. Dann werde ich die Abwehr nochmal austauschen, Cvetinovic rein und Hugoné nochmal rein. Wen packen wir noch rein? Ich würde sagen, Tempelmann raus für Deichmann. Da können wir halt wie immer ein bisschen durchtauschen. Haben wir hier noch ein paar Spieler, die mal spielen können? Ja, wir können mal Kastrop und Müller rauspacken. Müller irgendwie auch gerade nicht so gut. Kastrop, ja, ist okay. Kajo, dann packen wir nochmal Finkgräfe raus. Nee, nicht Engelhardt. Finkgräfe möchte ich bitte zu ihm hin. Hier, genau. Für Hoppe, da würde ich sagen, Leute, starten wir genauso rein in das Pokalspiel, wobei ich nochmal Ziggy rauspacken werde für Tarnovanu. Der darf auch spielen, obwohl er gar glücklich ist, aber ich lasse ihn spielen, würde ich sagen, starten wir rein hier im Stadion an der alten Försterei. Oh, auf so einen Fehler habe ich gewartet. Da ist Janni Keitel, Erik Engelhardt und da ist Jatta und er macht ihn rein. 85. Spielminute, wir gehen hier an der alten Försterei in Führung. Genau auf sowas habe ich gewartet, dass wir hier die Chance haben, doch noch zu gewinnen. Dieses Spiel war so langweilig. Es gab nichts bis jetzt, was man irgendwie hätte machen können. Also wirklich unfassbar langweilig. Wir wechseln direkt mal aus. Und Jatta haut ihn dann eben rein. Wir machen nochmal Wechsel. Vielleicht schießt Union Berlin noch das Tor zum Ausgleich. Vielleicht auch nicht. Wir packen sie einfach alle mal hier raus. Scheißegal wer. Hauptsache, da kommen mal ein paar Spieler rein. Genauso wie Tempelmann. Und dann nochmal Panther rein für Mörkin. Und dann haben wir eben die 5 Wechsel gemacht. Und jetzt einfach nur noch hoffen und das Ganze über die Zeit bringen.
Oh, da kommt nochmal Ian Marzen, Lino Tempelmann, Kanuric einfach nur weg, egal wohin. Da ist Deichmann, Malik Batmaz, da oben läuft nochmal Deichmann. Wir können jetzt ja auch hier die Entscheidung machen. Das wäre mir auch noch recht, keine Sorge. Erik Engelhardt, aber er braucht die Anspielstation. Ja, aber setzt sich nicht durch, aber es ist scheißegal. Der Schiri zeigt das an. Eine Minute Nachspielzeit, wir sind 4 Minuten drüber und wir schlagen den Bundesligisten Union Berlin und stehen in der nächsten Runde. Und vielleicht kommt ja Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig oder so. Mal schauen. Nächstes Spiel gegen Braunschweig, aber hier machen wir Pause. Wir gucken nochmal, ob wir jetzt unseren Gegner wissen. Wir sind momentan auf Platz 3. Es wäre Wahnsinn, wenn wir aufsteigen würden. Komm, gib mir ein richtiges Brett. Es ist der FC Schalke 04. Ja, das ist doch eigentlich jetzt kein Hammer los, was den Verein angeht. Also, die wo sie gerade spielen, aber allgemein der Verein ist cool. Bayern spielt gegen Dortmund. Leverkusen auch schon raus. Wo sind denn die rausgeflogen? Gegen Düsseldorf 3 zu 1. Wien Wiesbaden schlägt fast Bayern. Also sehr interessant hier in dieser Karriere. Und ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.